Barbara Rosenkranz auf Wahlkampftour in Vorarlberg. Wie läuft denn der Wahlkampf für Sie? Der Tag in Vorarlberg war ein sehr erfolgreicher, mit vielen Medienterminen, auch einem Chat mit vielen Anfragen. Wir haben auch sehr, sehr freundliche Reaktionen der Bürger gehabt, am Anfang schon bei der ersten Station und dann in dem Einkaufszentrum. Es war wirklich sehr erfolgreich. Das einzig Bedauerliche ist dieser Zwischenfall jetzt zum Schluss als eine Demonstration, so wie ich höre, der sozialistischen Jugend, eben nicht am vereinbarten Ort fest bestanden hat, sondern zu unserem Bürgerstand gekommen ist und dort eigentlich verhindert hat, dass wir diesen Bürgerstand zu Ende führen, wie wir es vorgehabt haben. Sehr bedauerlich auch, dass die Parteijugend eines Bewerbers in diesem Präsidentschaftswahlkampf zu solchen Mitteln greift. Warum haben Sie das Gelände verlassen? Wir sind durch die Stadt gegangen und haben gesehen, dass wir so also hier diesen Bürgerstand nicht aufrechterhalten können, weil einfach zu viele der Demonstranten hier also verhindert haben, dass es zu Bürgerkontakten kommt. Was war das für ein Gefühl für Sie? Das ist ein Gefühl des Ärgers und des Unverständnisses, dass eine Parteijugend, ich wiederhole es noch einmal, zu solchen Mitteln greift, die eben also nicht Mitteln einer demokratischen Auseinandersetzung sein können. Wie sehen Sie ganz generell gegenwärtig die Chancen, Bundespräsidentin von Österreich zu werden? Es ist eine sehr gute Stimmung. Ich habe mein Wahlziel immer sehr realistisch mit Augenmaß formuliert. Ich habe gesagt, ich werde mich bemühen, das beste Ergebnis nach Hause zu bringen, das ein freiheitlicher Kandidat, eine freiheitliche Kandidatin je erzielt hat. Das wären die 17% des Dr. Wilfried Grädler zu übertreffen. Aber selbstverständlich, man tritt an, um zu gewinnen. Und ich bemühe mich sehr, so viel wie möglich zustande zu bringen.